Mein Laptop ist mal bei einem Stromschlag kaputt gegangen. Um das Thema Strom und Gewitter, da ranken sich ja allgemein super viele Mythen, Theorien und die Bauernregeln von meinen Großeltern. Wir klären heute mal auf, worauf man wirklich achten muss. Mythos 1. Bei Gewitter den Stecker ziehen. Dieses Gerücht, das hält sich sehr hartnäckig, das stimmt aber nur teilweise. Ohne Überspannungsschutz können Blitzeinschläge tatsächlich Elektrogeräte beschädigen. Aber mittlerweile ist für alle Neubauten Überspannungsschutz Pflicht. In meinem Altbau war das leider noch nicht der Fall. Rest in peace, Laptop. Mythos 2. Nicht telefonieren bei Gewittern. Wenn du mit dem Handy telefonierst, dann bist du sicher. Anders sieht das tatsächlich aus bei Festnetztelefonen. Wenn ein Gewitter in unmittelbarer Nähe ist, das heißt, wenn zwischen Blitz und Donner weniger als 10 Sekunden vergehen, dann zieh lieber den Stecker. Ein Blitzeinschlag könnte die Telefonleitung nämlich treffen und einen Stromschlag verursachen. Mythos 3. Bei Gewitter nicht duschen. Wenn du in einem Altbau wohnst, wo es noch Metallleitungen gibt, das könnte tatsächlich ein Risiko darstellen. Aber keine Sorge. Viele Gebäude haben Blitzschutzsysteme für sicheres Duschen bei Gewitter. Mythos 4. Blitze können zur Stromerzeugung genutzt werden. Das klingt spannend, ist aber ganz schön schwierig. Mit bis zu 300.000 Ampere könnte so ein Blitz natürlich viele Häuser erleuchten. Doch nur jeder 10. Blitz, der trifft überhaupt die Erde. Die Entladung ist sehr kurz und die Energie gering. Daraus Strom zu gewinnen, das bleibt leider ein Wunschtraum. Kennst du noch weitere Mythen? Dann ab in die Kommentare damit.